In Rom sind Luis und Jacqueline auf Tinderreisen. Jacqueline hat sich die Nacht in unzähligen Bars mit ihrem kanadisch-indischen Date um die Ohren geschlagen. I feel really good and I'm so happy to meet you. I'm happy as well. So, let us have a shot. Guys, the shower is gonna be amazing. Am Morgen danach finden wir über Live-Standort Jacqueline und das Auto wieder. Luis scheint noch unterwegs zu sein. Gestern war ein super Date. Ich war bei ihm. Ich habe eine Dusche genossen. Ja. Also ich bin wieder frisch auf. Heute werde ich mich ein bisschen nach anderen Leuten umschauen. Es war nett für einen Abend, aber noch einmal wahrscheinlich nicht. Zur selben Zeit irgendwo in Rom. Hallo. Wisst ihr, wo ich gerade war? Ja. Und abgesehen in der Dusche und bei der Tuba. Ja, die kann ordentlich Instrument spielen, sage ich da. So, jetzt erstmal Jackie anrufen. Jackie! Was geht? Na, weiß ich nicht genau. In Rom. Schick mir einen Standard, ich komm dann, ja? Okay. Luis ist am Weg und Jackie möchte ins Zentrum von Rom, da sie dort ein weiteres Tinder-Date hat. Doch zuvor ein wenig Körperpflege. Wenn du mal 3 Tage lang auf der Straße wohnst, oder 4, ich weiß es gar nicht mehr so genau, dann bist du schon richtig gewohnt, die öffentlichen Toiletten zu suchen, um dich zu waschen. Wir gehen jetzt die halbe Miete. Auch Luis hat das Auto gefunden und dann auch Jackie, die sofort einen Auftrag von ihrem Reisefreund bekommt. Er braucht Glitzer im Gesicht, denn in ein paar Stunden ist er wieder verabredet mit Tuva. Erzähl, wie war's gestern? Hallo Jackie, das war so geil. Was hast du gemacht? Ja. Fliege. Ich habe den Luis selten so glücklich gesehen wie jetzt. Ja. Also, der strahlt schon oft, aber so sehr strahlt er eigentlich nicht. Und darum muss für das zweite Date das Outfit perfekt passen. Und Luis stimmt dabei alles aufeinander ab. Schön, dass du immer zuschaust, gell? Aber nicht hilfst. Nein, nicht auf meine Sachen. Keine Blämpfe. Nicht auf die Sachen drauf. Ich muss meine Sachen reinräumen, seine Sachen reinräumen. Tatsächlich ist er ja die Prinzessin von uns beiden, nicht ich. So. Es kann losgehen. Die beiden machen sich auf den Weg zum Piazza del Popolo in Rom. Dort wollen die Liebesritter ihr weiteres Glück finden. Weißt du, dass Roma zurückgelesen Amor heißt? Ne? Das heißt Rom. Roma, Amor, Amore. Was? Wieso sagst du mir das erst jetzt? Es ist mir jetzt eingefallen. Hör auf! Ja. Das ist ja wirklich so. Roma, Amor, Amore. Roma heißt? Amor. Amor. Da sind die Treppen. Die Treppen? Das sind die Treppen. Kennst du die Treppen? Die Treppen von Rom? Das sind die Pazza di Pazza. Scalinata della Trentina di Monti. Wer als erster oben ist, kriegt... Run. Einen Platzverweis, denn das Laufen auf den spanischen Treppen ist verboten. Ja, ich war schneller. Ja, du hast geschummelt. Na. Ich war als erster oben. Der hat auf dem halben Weg hat's gesagt, plötzlich, wer als erster unten ist. Und jetzt ist mir die Dinger gebrochen, schau. Super. In Athen. Während Nanny in den Armen ihres Griechen liegt, hat Steffi ihr Tinder-Date mit Nikos. Ein Mutant mit vollem Haar und 100 Kilo Muskelmasse ist er zwar nicht, aber Steffi scheint das nicht mehr so genau zu nehmen. So, what are you going to say about the good guys? I like them. I like them.
Most of them I like, because I like this open mentality. Yeah. You know, I like the people, they're open-minded. They speak from their heart, I like them. And you all have this much temperament. Yeah. I love the Greek mentality. We are more quiet, we don't have so much power. Yeah? Yeah. We go to work and go to sleep home. Okay, that's boring. Yeah, it is. That's why I'm here. Naja, der ist unvergleichlich, der ist super, der ist nett, ja. Also das ist ein Mann, mit dem man sich unterhalten kann, das passt mir genau. Es ist eine belebte Straße, wir sitzen in einem griechischen Lokal, ich find's lustig, mir taugt das. Genug gelacht und getrunken, Nikos führt Steffi nun durch seine Stadt und zeigt ihr die schönsten Plätze. Akropolis, the best view in Athens. It's nice, yeah. I like it, even in the night time. And I think it's more beautiful. Ja, yeah, yeah. Wunderschön, also die Akropolis ist ja wirklich bei Nacht besonders schön beleuchtet. Wunderschön, das macht Athenia aus. Hat schon eigenen Flair. I don't know even one guy who likes to be close with somebody or with the family. Mm-hmm. This is a... Yeah, tell you, you have to tell me, you are a man. I don't know, the mindset maybe. It's a mindset. Greek... don't like to make plans, the most times we get out for a drink, and the most times we go early in the morning in our homes. Nach einer guten halben Stunde wird der Grieche dann plötzlich sehr müde. Vom langen Aufbleiben bis zeitig am Morgen ist keine Rede mehr. So I have to go because I'm working tomorrow. And maybe we can hang out again. Ja, you call me. Überraschenderweise ein extrem schöner Abend, ganz, ganz, ganz angenehmer Typ. Nice to meet nice you. Me too. Nice evening. Charika Parapoli. Ja, ja, see you, ja. Steffi blickt zurück. Nikos nicht. Jetzt werde ich Nanny versuchen anzurufen, weil ich werde mich jetzt auf dem Heimweg begeben. Vielleicht ist sie ja auch im Zentrum herinnen. Dann können wir mit dem Taxi gemeinsam ins Hotel fahren. Schauen wir mal, ob die Nanny abhebt. Es läutet. Die Nanny scheint beschäftigt zu sein. Vielleicht schaut sie schon wieder meinen Sonnenaufgang an. Na ja, ich werde mich jetzt dann ins Taxi setzen und ins wunderschöne Hotelzimmer fahren. Nanny hat tatsächlich keine Zeit für Steffi. Sie liegt in den Armen ihres Kyriakos. Ich habe das schon sehr gepunktet bei ihm. Ich hoffe, er kommt nach Wien. It was very good. She had very soft and very juicy lips, and she tastes like bubble gum. But I think we can also go night swimming. Night swimming. What do you think about it? Why not? Yeah, I have my bikini on me already. You have your bikini. Yeah. I don't have my swimming suit, but you know, we can improvise. I don't care. We can go swimming like that. Skinny dipping. Yeah. For sure. Ja, ich ziehe mich da gleich aus, mir ist das egal. Wir haben zwar sehr viele Zuschauer, aber ich habe jetzt den ganzen Abend drauf gewartet. Ich habe mir extra ein Bikini angezogen. Also bitte, der muss jetzt mithalten. Sonst gibt's kein drittes Date. Nanny hat in Athen ihre große Liebe gefunden. In Amsterdam hat Niklas Liebeskummer wegen seinem verpatzten Date mit Tiffany. Während er am Zimmer schmollt, ist sein Freund Dominik bei seinem ersten Tinder-Date mit Danielle. Jeder würde denken, es läuft gut, doch nicht Dominik. So, what do you do in Austria? I work as a waiter. Okay. Barkeeper.
Okay. Yeah, it's really it's at the beach. Es zahlt sich ein bisschen die Länge, sagen wir so, weil ich weiß nicht, wir reden ständig über die gleichen Themen. Also es ist schon immer was da zum Reden, aber es sind einfach so die ganz einfachen Themen. So wie jetzt dein Hund, was machst du, dies, das. Und kein Plan, hat man da schon irgendwie schon mehr erwartet. Vor allem über die Location, ja, schön und gut, aber Genau. Dominik ist ja selbst nicht für spannendere Themen zuständig. Das soll die Frau machen. Darum kommt jetzt sein Lieblingsthema ganz toll fürs erste Date. My first Tinder date was with Sarah. With Sarah? Oh. No, just it was, it was before me. Yes. Ah, no, today. Yeah, I yeah. know, I know what you mean. You smoke too? No, I don't. No. Oh, okay. So no, it's. I think you don't show me the hot spots. I can't really know. No. Maybe I guess if you can smell it where it is. Okay. Right. So yeah. When you walk past it. Yeah, I can see that. Like he's high from the weeds. So yeah, I mean, I guess when you're in Amsterdam, like all the tourists do it. I'm not really a big fan of it, but I'm totally fine with it. I don't really understand why you show me this like restaurant. And you don't eat with me. Have no, sorry. I actually already ate okay. on the way when I came here, because it was like a two-hour drive to get here. So that's okay, why I already ate. I understand. Yeah, sorry. Warum kommen wir doch her und sie will nichts essen? Das verstehen nicht so ganz. Schön und gut, Eis, dass sie uns essen will, aber. Do you also want to show me something else, or do you want to stay at all? No, of course I want to show you something else. I mean, this is not the whole of Amsterdam. There's a lot more to see. So, yeah, maybe we can walk over there and just like see the grachten. Daniel ist anscheinend sehr geduldig, denn der Charme von Dominik scheint nicht mit auf der Reise zu sein. Oh, you got ice cream. Which one do you like? Oh, the cheesecake one. This one? Yes. Okay. Thanks. Let's go. Yeah, let's go. Actually, I will get some napkins. You know napkins? Oh, yeah, sure. Because chocolate, I don't think. You don't want it on your pants no, or your clothes? No. So, I can imagine. Shall I leave it here? I will take it with me. Oh, okay, sure. I'm here in 1 minute. Okay, sure. I will just take the napkins. Okay. See you. See you. He's getting some napkins because he didn't want the ice cream to spill on his clothes. So I'll just wait here. Doch es dauert und dauert. Auch wir warten auf Dominik, der sich anscheinend verlaufen hat. Because it's been 15 minutes. Maybe he, I don't know, ran into someone he knows. I have no idea. But if he doesn't come back, then I would really be pissed. Yeah, for sure. Noch weitere 10 Minuten wartet die geduldige Danielle mit uns, bis es ihr reicht. Allzu verständlich. Yeah, of course I'm pissed. I mean, you just walked away. At least say that you don't like it or say something, but don't just walk away with an excuse. So I'm really pissed and I'm just going home now. I'm the bad guy. Duh. Kurz darauf erhalten wir folgendes WhatsApp-Video vom Möchtegern Casanova. So, ich bin jetzt gerade vom Date geflüchtet. Ich habe noch mein Eis bei mir. Die Straße runter, dann bin ich bei Niklas. Niklas ist hoffentlich schon vor dem Hotel. Und dann werden wir uns einfach heute mal Spaß für uns nehmen. In Rom hat Luis heute sein Date mit Tuva. Er ist großer Hoffnung. So auch seine Reisefreundin Jackie. Sie hat ein Tinder-Date mit einem echten Italiener. Ich wünsche mir, dass ich heute richtig viel Amore kriege. Richtig viel. Da musst du das aber ordentlich abpuzzeln, ne, die Mütze. Scheib, na, mit Zunge, mit Zunge, bleiben. Mit Zunge. Na, mit Zunge. Ich hab's oben rein drauf. Na gut, Jacqueline. Ich glaube, es ist ein Now it's the time. Ja, ich werde mich jetzt nicht mit dir und ihr treffen, ne? Es reicht mal eine Frau, ganz ehrlich. Also. Na, ich brauch dich. Bei meiner Amore sowieso nicht dabei. Ja gut, dann gehst du jetzt zu deiner Amore und ich gehe zu meiner Amore. Na okay. Okay. Passt. Willst du noch? Gibst du mir auch eine mit für meine Amore? Ja, gebe ich dir. Danke. Das ist für deine Amore, aber eins brauche ich für meins. Gell? Papa. Luis ist endlich wieder weg und ich habe ein bisschen Zeit, um zu shoppen in Rom.
Auch Louis nutzt die Zeit, denn er ist ein echter Gentleman und Rosen sind für ein Date nicht genug. Er hat etwas ganz Spezielles gefunden. Weißbier. Alter, ich geh da rein. Ich hoffe, ich weiß nicht, irgendein Rotwein, bla bla, weißt du, irgendwas Romantisches. Sehe ich, haben die da ein Weißbier? Und sie liebt Weißbier. Und ich auch. Zumindest beim ersten Date scheint es ihr geschmeckt zu haben. No way! Oh my God. Hab ich gespielt? Tuba. And if you like the way you look that much, baby, you should go and love yourself. And if you think there I am, das ist der Treffpunkt. Und der Brunnen hier, haben wir gesagt, da treffen wir uns. Und ja, ich bin ein bisschen überpünktlich, weil das macht man so. Ein bisschen vorher da sein, wann ist immer zuerst da. Warte ich jetzt, dass sie. Und schauen wir die Gegend so an. Schön hier. Hallo Tuba. I'm here. I'm waiting. But don't be stressed. I have time. I'm so excited. In Athen hatten Steffi und Nanny zwei Dates mit ihren griechischen Tinder-Männern. Nanny kommt erst am nächsten Vormittag nach Hause, wo bereits Steffi nervös im Zimmer auf sie wartet. Denn jetzt steht bei ihr Shopping und Friseur am Programm und Nanny wird mitgeschliffen. Wo ist dein Friseur jetzt? Ich brauch dich jetzt schaffen mit der Einkaufsstraße. Ich trag dich zum Friseur. Ja, gib mir deine Hand, komm. Bitte, komm. Dann reiß ich mal einen Fuß aus. Ja, mit der kann man nirgendwo hingehen, ohne dass sie irgendwas kaufen geht. Ich meine, ich gehe ja auch gern shoppen, aber bitte. Sie ist schon wieder zu spät zum Friseur. Liebe Steffi. Problem ist, sie muss noch von draußen schauen und schon wieder. Ja, bitte. Ja, jetzt braucht sie schon wieder meine Hilfe. Welche Schuhe? Dies, das, Ananas. Nanny ist genervt und Steffi im Paradies. Sie besucht jedes Schuhgeschäft auf der Einkaufsstraße. Ihr Date von gestern hat heute keine Zeit. Daher hat sie sich schon ein anderes ausgemacht. Vielleicht ist es diesmal der Traummann. Nanny hat ihren bereits vor dem Geschäft gefunden. It's very sexually perfect. I like her very much. And if I go away, wer I will feel bad. Wer braucht schon Kinder, wenn es Männer en masse auf der Straße yeah, gibt? Das perfect. Ist maybe we go together to have a coffee. Why not? Why not, you see? Yes. Yes, yes. Ich habe ein Date für heute Abend, Steffi. Ah. Viel Spaß. Ich war heute mit einem Jaguar. Do you like her as well? You can just have us both von together. Von mir sind nichts begeistert. This is good for many times. This is good for maybe one time I will get tired after. Du bist Dämon, dann bin ich auf jeden Fall zu anstrengend. Das war's schon von auch. Ich schon. Er hat gemeint, die Steffi wäre nur für einmal gut zu haben. Nachdem sie, glaube ich, eher so dominanter rüberkommt als ich. Ich bin ja das Engelein, also das wissen wir schon. Ich finde ihn sehr sympathisch. No, this is I can control here. And me you cannot control. You think you cannot control me? I will have difficulties. You know, but for her I can make her everywhere, you know. Ja, das schauen wir mal. Das schauen wir uns an. Have a nice time. Bye. Bye-bye. Gehst du mit? Oder störe ich dich gerade bei deinem romantischen Flirtversuch jetzt? Es wird gerade ziemlich spannend hier beim Shoppen. Ich find's langsam echt lustig. Komm. Steffi hat genug. Sie muss zu ihrem Friseurtermin, der sie für ihr heutiges Tinder-Date hübsch machen soll. Vielleicht war ihr Look von gestern nicht pimpy genug, denn laut Steffi brauchen die Griechen aufgestylte Frauen. Heute soll alles viel besser laufen. Naja, ich gehe zu meinem Date. Die Nanny hat gesagt, sie geht schon wieder was essen. Die isst ja den ganzen Tag offensichtlich. Ich werde meine Schuhe jetzt wieder wechseln. Ich habe meine Sackerl mit den zwei neuen Paar Schuhen.
Und auf jeden Fall mir jetzt auf die Socken machen, damit ich den Date nicht unpünktlich bin. Schatzi, bis später. Schatzi, have fun. Tschüssi. Baba. Steffi ist auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Ihr heutiges Date soll angeblich 1,90 sein und muskulös. Da scheint was nicht zu stimmen. Ella! I was more early than I was thinking of. Where we go? It's possible we go to this restaurant, 360. Now? Where is it? 5 minutes. You want to let me go with the shoes? Wir lösen die Situation rasch auf, da der Typ sehr aufdringlich ist und Steffi unbedingt auf ihr Motorrad bringen möchte. Als er die Kamera sieht, ergreift er sofort die Flucht. Schatzi, es hat sich erledigt, bevor sie angefangen hat. Du, der war total irre. Ich bin noch gestanden vor dem Lokal, gell? Und dann kommt er von hinten und sagt, sorry, I have still a job to do. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Komm zu mir, Steffi. Komm sofort zu mir, bitte, ja? Ich schicke dir den Standort und du kommst jetzt sofort zu mir. In Amsterdam. Nachdem wir Dominik verloren haben, finden wir ihn mit Hilfe von Niklas wieder. Dieser kann sein Verhalten gegenüber dem Tinder-Date gar nicht verstehen. Ich weiß, das ist ziemlich primitiv, wie ich das Ganze gebracht habe, aber egal. Wie gesagt, ich bin da Spaß zu haben. Und sie hat das Strawberry Cheese genommen und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Servietten vergessen. Dann habe ich Servietten geholt und das Ganze irgendwie in den Wind gesetzt. Ich bin gerade voll schockiert. Ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Er hat es zwar immer erzählt, aber vielleicht war er einfach viel zu bekifft, hat einfach nichts mehr mitgekriegt. Könnte ja sein beim Dominik. Wie gesagt, er ist ja noch jung. Ja. Bekifft sind derzeit beide ziemlich. Hey, ich hab sogar ein Date schon für morgen, Alter. Du das auf die Seiten. Da, leg mal das scheiß Handy weg. Da von mir aus nimmst du weg, wie ein kleines Kind. Da schaut das in deinem Rucksack einer. Nimm das mit. Du hast vorhin. Und nach einem Joint lösen sich sowieso alle Probleme in Luft auf. Anscheinend. Es ist eigentlich relativ angenehm. Ja, also man kann auch normal reden, aber es fühlt sich äußerst angenehm an. Man hat nicht mehr so viele Probleme. Also das mit der Tiffany ist auf jeden Fall schon ein bisschen weiter weg, sagen wir so. Dominik, wie geht's uns? Alles gut? Wo geht's jetzt hin? Boah, mach bitte. Jetzt gehen wir Nutten sehen. Die beiden streifen zugekifft durchs berühmte Rotlichtviertel in Amsterdam und haben Spaß wie richtige Männer eben, denken sie. So, jetzt waren wir gerade im Red Light District. Und jetzt geht's weiter noch. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Wenn deine Alte chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Good morning. Nächster Morgen in Amsterdam. Die Nacht war lang und der Morgen wird zum Nachmittag. Gerade noch rechtzeitig, dass Niklas zu seinem heutigen Tinder-Date kommt. Hallo Dominik. Mm. Bin gleich am Weg zum nächsten Date. Ist das die, was du beim ersten Mal getroffen hast? Nein, das ist nicht die. Mit der Tiffany läuft jetzt nicht mehr. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Date. Ich zeig dir mal. Zeig mal ein Foto. Und was sagst du, Bro? Ja, sieht schon gut aus. Sieht gut aus? Also finde ich optisch noch besser wie die anderen. Ich bin schon voll gespannt, wie sie drauf ist. Ich glaube schon, dass das Date heute gut verlaufen wird und mich unbedingt treffen will, noch einen Spaß gemacht hat mit, ja, wir können mal was trinken, essen oder heiraten. Also, ja, ich glaube, da könnte sich schon was Gutes anbahnen heute. Gute Nacht, Bro. Der eine träumt von sinnesbeeinflussenden Rauschmitteln, der andere ist am Weg zur großen Liebe. Wir folgen der Liebe. Also ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, schon wegen einem zweiten Date jetzt. Ich hoffe, es läuft so gut wie das erste und ich hoffe, es läuft besser, als das erste geendet hast, sagen wir so. In Rom wartet Luis auf seine große Tinderliebe Tuva. Gestern schwebte er mit ihr auf Wolke 7 und das möchte er auch heute weiterführen. Doch sie lässt auf sich warten. Ich warte schon ein bisschen länger. Das
tut schon ein bisschen weh, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Super! Noch nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, dass ich da sitze. Video habe ich hier geschickt. Bis jetzt noch nichts. Ah, es vibriert. Dabei kann ich mit sowas eh schon gut umgehen, haben wir ja schon mal gehabt. Ne? Say something.